Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Cat Café Manager. Yo! Wir sind hier noch so ein bisschen am Machen und Tun. Aber wisst ihr was, komm. Gemütlichkeit. Mach mal so. Und da noch mal hin in die Ecke. Das ärgert mich hier noch so ein bisschen. Einige streunende Katzen wollen was essen. Können sie haben. So. Du kommst rein und wirst dann auch gleich wieder weitergegeben. Mixtape. Mixtape! Du bist für Punks ganz gut. Oh nein, ich muss Dings holen. Erstmal das Futter. Und Punks, habe ich gesagt, ne? Mixtape! Wo ist er denn da? Was Punks 6? Und damit steige ich auf. Das heißt, hier habe ich alles. Ach, gehen wir auf Toilette? Oder Dings? Machen wir erst das. Habe ich nicht. Kommt noch. Hoi. Hier ist noch was. So. Ja, diesmal sind es halt nicht mehr so viele, aber das ist nicht so schlimm. Ich vergrößere die ja auch noch. So, ihr werdet gemacht, ihr werdet gemacht. Das Eis ist alle. Warte, hol ich. Ich komme, ich hole! Haben jetzt alle was wollen? Ja, ich muss da oben noch hin. Wenn die Katzen mal hier bleiben würden, wäre das viel einfacher. Wollte nicht noch eine Katze gefettet werden? So, die nächsten. So. Vier. Eigentlich ist es egal. Dem geht's richtig gut. Tut mir leid, ich hab das nicht. Aber die kommen mit Kochen gut hinterher, auf jeden Fall. Aber ich habe auch nicht mehr so viele Gäste hier. Dazu sagen. Irgendwas ist kaputt gegangen. Die Milchmaschine! Nein! So, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ja, Essen ist halt so minimal, ne? So, bauen. So. Was wir denn hier machen? Wir machen es anders so. Du kommst da so hin. Du
kommst da auch so hin. So. Lass mich überlegen. Ich muss jetzt gucken. Hier sind 3. Und dann kam hier 5. Dann kommen hier 5. Hier, so. Dann haben wir nämlich den. Den. Und dann kommen hier nämlich die 5, ne? Ja. So 1, 2, 3, 4, 5. So wird ein Schuh draus. Dann kommt das so. Dafür muss ich irgendwann mal einen anderen Platz finden. Weil das halt so Nonsens ist. So, das sind so... Ich müsste eigentlich alles nochmal so eins nach hinten. Aber da kommt jetzt hier das Deine. Glaube ich. Warte mal, wie viele Räumlichkeiten kommen noch? Erntemöbel. Kneipenmöbel. Fantasymöbel. Fantasy. Diner. Und Sommer. Und Tee, theoretisch. 4. Das heißt, theoretisch müsste ich das alles so ein bisschen verkleinern. Hier da unten. So, dann würde das ja hier weiter. Hochgehen. Aber die Dinger sind halt auch immer so riesig, ne? Dann mache ich vielleicht noch 2 hierhin und dahin. Eine Kaffeemaschine ist zusammengebrochen. Ich breche auch gleich zusammen. Wir gucken einfach. Also Fantasy auf jeden Fall und Diner. Und dann gucken wir mal, wie es einfach weiterläuft. Dekoration. Damit das denn, das hier noch dazu kommt. Wollte ich nämlich jetzt eigentlich tatsächlich. Ja, Dekoration. Hallo. Warum gehst du denn nicht hier? Da so hin. Ich meine, jetzt habe ich Fantasy, das kommt beim Diner mit rein. Also das wird ja hier das Diner-Ding. Kneipe. Oh, ist das anstrengend. Oh. Magische Möbel. Erntier ermöglicht soziale Fähigkeiten. Was sind denn die sozialen Fähigkeiten? Du bist jetzt 18, 18. Dann bist du jetzt dran. Katzen haben 2. Er könnte... Vom Oliver schon lange nicht mehr. Plus 3 Geschäftsleute. Plus 1 auf alle Werte für jeweils 4 Spaßpunkte in deinem Café.
Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Nehmen wir den. Habe ich denn Spaßwerte? Spaß 12. Ja, warum nicht? Funktioniert schon so. So, dann nehme ich jetzt erstmal die Punks wieder raus. Die brauche ich jetzt erstmal so schnell nicht. Weil ist ja im Prinzip jetzt hier erstmal schon frei. Ich würde ganz gerne was wissen. Ich kann das nicht rausstellen, ne? Nee. Ich will keinen Stammgast anrufen. Wenn jetzt hier deiner, dann Fantasy. Meine Kirschen sind aufgebraucht. Meine Kirschen sind aufgebraucht. Der findet den Stuhl ganz schlecht. Jetzt zocken die da schon wieder draußen mit ihrer Gruselgeschichte. Jetzt ist heute ist Kalalala dran, ne? Die Spätabendgesellschaft Abels Geistergeschichten Club hat sich wieder einmal um dein Lagerfeuer versammelt. Hallo, gruselige Gespenster. Ich hoffe, ihr seid bereit für eine erschreckende Erzählung. Ah, meine kleine Carla, bist du dran? Ich zittere vor Aufregung. Ich meine vor Todesangst. Was hast du also geplant, Carla? Zombies, Werwölfe, Steuererklärungen? Wir werden sehen. Zur Gutheißung durch die Spätabendgesellschaft nenne ich diese Geschichte das widerliche Wörterbuch. Diese Geschichte wird seit vielen Generationen von Hexen überliefert. Es war einmal eine kleine Hexe, die immer mehr wissen wollte. Ihr Name war Sibyl. Sibyl. Egal wie viele Bücher die älteren Hexen Sibyl gaben, sie waren nie zufrieden. Nein, nein, nein! Nur noch ein weiteres Buch. Dann ist es genug, log sie vor sich her. Sie las und las noch mehr, bis eines Tages, wer Unbekanntes kam her. Psst, Mecker, hielt sie gerade einen Reim für uns bereit? In der Tat, mit höchster Erhabenheit. Diese seltsame Person, im dunklen Mantel gekleidet, trug ein böses Lächeln und war vom Hexenmeister gezeichnet. Reichtum an Wissen sucht wohl deinen Verstand. Ich weiß dafür einen Ort, wohl zuhauf für deine Hand. Die ältesten Tum auf dem Hügel hinauf beherbergt ein Buch, das dein Hirn füllet auf. Sibyl war klar, dass dieser Turm war für niemand da. Ich bräuchte einen Spruch, sonst dem Turm schloss kein Buch. Kleine Hexe, mit solch Zauber bring ich dir. Aber ich bräuchte eine kleine Gegenleistung, antwortete der Hexenmeister ihr. Sie hat den Reim im letzten Moment gerettet. Ich bin immer noch kein Fan vom Reim, um das mal festzuhalten. Gerüstet mit Zauber und Neugier im Herzen reist Sibyl bei Nacht zum Turm des Ältesten. Durch einen tiefen, dunklen Wald voller Dreck, Spannung, Schlamm und Schnee an jedem Fleck. Gegen den Zauber des Meisters hatten die Türen keine Chance. Sie öffneten so leicht wie im Käseladen in La France. hinauf, viele Treppen, ohne ein Laut, bis sie das mystische Buch des Hexers erschaut. In Leder gewickelt, mit böser Fratze auf dem Einband, lüftet sie nun die Geheimnisse im Band. Darf man Einband auf Band reimen? Mit Wissbegier saß sie und vom Wälzer las aus, wäre sie doch nur geblieben zu Haus. Denn dieses Buch erhielt einen erhabenen Fluch bereit und... Ein Zauber beschert ihr Katzenhaftigkeit. Dieser Fluch klingt gar nicht so schlecht. Kein Protest, eine Katze zu sein, wirklich echt. Von da an, wenn der Himmel dunkelt, grau, wuchsen Sibyl Fell und Krallen und sie machte Miau.
Lernen bei Tag, als Katze streuen bei Nacht. Sie fand Freude bei allem, solange sie wacht. Schließlich blieb sie katzig für immer, aber trauert nicht nach, denn im wundersamen Katzencafé fand sie ein Gemach. Welch Katze zuvor ein kleiner Hexer, findet selbst heraus, aber vielleicht zaubert sie sich weiterhin in jedes Haus. Aha, bravo, kleine Carla, es war wirklich unheimlich, und wie lange du es geschafft hast, den Reim aufrechtzuerhalten. Eine Katze zu bleiben für immer und zu, das ist schon ziemlich abgefahren und gleich so im Nu. Danke, Abel, aber jetzt kannst du aufhören zu reimen. Ich glaube nicht, dass ich aufhören kann, ich stecke in der Zone fest. Es passiert irgendwie von alleine und gibt mir den Rest. Carla, hast du einen Zaubertrank dafür? Er hat sich die Reimeleime eingefangen. Meine Mutti hat vielleicht etwas für ihn. Bonno und Carla tragen Abel davon. Hoffentlich überlebt er und reimt noch manchen einen Ton. Sehr schön. Waren sie jetzt von der Toilette begeistert oder sind sie so, muss ich sagen? Nee, will ich nicht. Die haben tatsächlich miteinander geredet. LOL! Erspare ich mir das ja. Die reden. Die reden mit den Leuten. Ich fasse es nicht. Ich muss meinen Service noch ein bisschen verbessern. Merke ich zuhauf. Aber auch schön. Ich glaube, ich habe jetzt die wichtigsten auf jeden Fall. Die ich auf jeden Fall... Also Hexen brauche ich immer. Weil die ja im Prinzip mir... was? Brot? Streuen neuen Katzen. Mensch! Bleib überall hängen. Und Brot brauchen wir. So, wer geht jetzt als nächstes? Du. Ich weiß nicht, wer du bist. Adoptieren. Peanut. Du kannst Künstler zur Stadt. Peanut bringt uns aber nicht sehr viel. Der bringt nur 100. Aber es reicht. Es reicht vollkommen und das ist auch gut. Jetzt gibt es einen Topf. Aber ich muss trotzdem noch Brot kaufen. Und da fehlt mir noch das Ding. Das Herzhafte. Da gucken wir mal. Entspannung. Die kosten ja beides das gleiche. Den Hüpferl habe ich schon. Dann holen wir nochmal ein Katzenklo. Ein großes Katzenklo. Und danach kümmern wir uns wie mal ein bisschen um die Betten. Fehlt nämlich nur noch der Professor und dann haben wir den auch. Und weg waren sie. Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Und da ist jetzt ein anderer Kratzbaum. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Katzenstreu. Wenn ich den jetzt wegnehme. Sind wir bei Kratzbäume 6? Ah, doch. Also Katzenfutter 14. Also Katzenfutter bin ich jetzt parat, aber ich brauche mehr Kratzbäume. Ich brauche nochmal ein Katzenklo. Und auf jeden Fall mehr Katzenbetten und mehr Katzenspielzeug. Ich dachte, dass ich jetzt vielleicht die Katzenkratzbäume abändere. So. Katzen habe ich immer noch den von links. Die müssen leveln. In die Stadt.
Nehmen wir das Pfannkuchenrezept. Herd und Mixer. Habe ich keinen Herd und Mixer oder was? Eier und Schinken und Fisch. Und Dekoration. Das ist die Fritteuse. Richtig, habe ich gar nicht. Im Besitz nach Stilmittel. Ah, okay, hier. Mixer und Ofen. Fehlt mir aber das Geld dazu. Komm, einen Tag machen wir noch. Das heißt, das Geld sparen. Ja, wenigstens haben wir das Rezept schon mal freigeschaltet, oder was? Was sagt ihr dazu? Ich meine, jetzt kommen ja jetzt Geschäftsleute, Fisch und Dings. Was ist doch da? Der Professor hier. Ja. Ist in Ordnung. Haben wir leider nicht. Ich weiß, dass ich einen Mixer brauche. Oh, ihr macht das schon. Vielleicht muss ich doch nochmal mein Konzept ein bisschen ändern. Ich hab's doch ein bisschen unterschätzt. Ich hätte gedacht, dass die sich auch so da drauf setzen. Bis jetzt hat sich aber noch keiner auf die Teestube gesetzt, ne? Hock irgendwie fest. Aha, aha. Jetzt sind es halt nicht mehr so viele wieder, ne? Aber je mehr Leute auch hier sind, desto mehr musst du halt auch Ressourcen haben. Und die habe ich meistens nicht. Das ärgert mich. Wieso hat denn der das jetzt so lange gebraucht? Katze, komm schon, Professor. Pidibus. Ja, komm noch einmal und dann bist du durch. Ja, ich weiß, du hast noch keine. Wollte ich gar nicht. Als nächstes können wir schon irgendwas davon holen. So, was hätten wir denn? Drei Katzen. Level 8, Level 7, Level 6, also 6, 6, 7, 7, 4, 4. Na komm, Simba kann auch mal wieder gelevelt werden. Und du kriegst noch einen Fisch drauf. Ich kann gelevelt werden. 18, 18, 18. Dann machen wir mal servieren und Katzenpflege.
Dann gehen wir mal hier hin. Posten, Besitz. So. Dann im Besitz, Deal. Ich brauche den Ofen. Das ist nicht wichtig. Das hier ist auch nicht wichtig. Das hier ist auch nicht wichtig. Deko fand ich jetzt auch nicht so wichtig. Das Geweih wollte ich noch holen, ne? Ich würde aber viel lieber ganz gerne das Geld sparen. So, dann gucken wir mal hier. 5, 3, 3 und teuer. Dann nehme ich aber das hier. Katzenklo, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und da muss ich jetzt halt auch warten. Das herzhafte Futter funktioniert. Dann nehmen wir mal das hier. Schicker Futternopf. Du bist durch, ne? Du bist durch. Das kann ich aber leider nicht einstellen. Das finde ich schon schade. Was sagen meine Katzen? Ich hab den Professor noch nicht. Der kommt aber gleich. Beziehungsweise im nächsten Part kommt er. Wir konzentrieren uns gerade so ein bisschen eher nur auf den Nektar, auf Fisch und auf Geld, damit wir dann halt den Katzen was kaufen können. Und die Leute bewirten. Ich glaube, das ist erstmal so Priorität, alles für die Katzen upgraden. Nochmal die Kratzbäume upgraden. Schlafplätze brauchen die auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns aber beim nächsten Part wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich werde mir mal überlegen zu den nächsten Parts. Oder vielleicht habt ihr ja einen Vorschlag, wie wir das Katzencafé designen könnten. Und ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.